Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kristall. Wir sind im letzten Part in Teak City angekommen und es ist mal wieder Nacht. Es ist jetzt 18.40 Uhr. Ja, ich komme halt gerade nicht dazu, früher aufzunehmen, aber macht ja nichts. Ja, dann erforschen wir mal heute Nacht ein bisschen Teak City. Einer meiner Lieblingsstädte in der Johto-Region. Ja, hier ist der Pokémon-Markt, ne? Ganz toll. Da können wir uns ja mal ein bisschen kurz umgucken. Oh, ja, ja, ja. Mein Evoli entwickelte sich zu einem Psyana. Aber das Evoli meines Freundes wurde zu einem Nachtara. Ich frage mich, wieso? Wir haben unsere Evoli gleich aufgezogen. Oh, ich bin so voll. Ich habe mich gerade richtig voll gemampft. Ja, puh, Evoli, Nachtara, Psyana, da sind wir ja schon beim heutigen Thema gleich. Moment. Stellst du mir lieber ein Wacht, ein besiegtes Pokémon wieder auf, du Pockenheini. Was hast denn du im Angebot, hä? Moment. Ja, 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 bla. Super Tränke. Super geil, super Tränk. So, vielen herzlichen Dank. So, also, ja, heutiges Thema Evoli und deren Entwicklungen. Zumindest was Psyana nach daran geht. Evoli entwickelt sich ja nicht nur durch die Steine, die es so gibt, Donnerstein, Wasserstein, Feuerstein, zu verschiedenen Pokémon, sondern auch, es entwickelt sich auch durch Freundschaft. Und zwar wird es entweder eben zu einem Psyana oder zu einem Nachtara, wenn die Freundschaft auf Maximum ist. Sprich, es darf in Kämpfen eigentlich niemals besiegt werden am besten. Und man kümmert sich halt darum, man heilt es immer, wenn irgendwas ist, Status fährt noch und blablabla, immer sich darum kümmern und so und viel trainieren. Dann steigt das die Freundschaft schnell aufs Maximale an und in der Nacht entwickelt sich Evoli dann zu Nachtara und am Tag dann zu Psyana. Es kursiert ein Gerücht über den Leuchtturm in Oliviana City. Das Pokémon, das als Leuchtfeuer dient, wurde krank. Sieht so aus, als wären sie in Schwierigkeiten. Oh. Das hört sich ja gar nicht gut an. Da müssen wir unbedingt demnächst mal vorbeiglupschen. Aber erst gucken wir uns hier ein bisschen weiter um. Das ist ja ein neumodisches Haus. Warum sieht das nicht so altmodisch aus wie die hier? Okay, ist das ein besonderes Haus? Hallöchen! Dies geschah, als ich jung war. Der Himmel färbte sich schwarz. Ein riesiges, fliegendes Pokémon verdunkelte die Sonne. Ich frage mich, was das für ein Pokémon war. Es war wie ein Vogel und ein Drache. Ach, du spinnst doch, alter Mann. Nee, die Legende ist tatsächlich wahr. Es handelte sich hierbei um höchstwahrscheinlich Ho-Oh oder Lugia, aber wahrscheinlich eher Ho-Oh. Ob es wirklich ein so großes Pokémon gibt? Wenn ja, so muss es unfassbar mächtig sein. Oh, das ist es. Ja, weiter zu dem Evoli-Thema. Ich wollte nämlich eine Evoli-Entwicklung in mein Team nehmen. Zuerst dachte ich, ich nehme Blitzer. Jetzt bin ich hin und her gerissen zwischen Blitzer und Nachtara. Aber da ich keinen Bock habe, auf die Suche zu gehen auf einen Donnerstein, beziehungsweise da müsste ich ja schon wieder eine Nummer speichern, gleich auf der Route, in der wir das nächste Mal hingehen, die ist gleich links von der Stadt. Da würde man die Nummer herbekommen, um von dem dann eventuell irgendwann einen Donnerstein zu erhalten. Finde ich irgendwie doof. Ich bin eigentlich echt so kurz davor, einen Nachtara dann zu holen. Aber was wir halt sowieso auf jeden Fall fürs Erste brauchen, ist ein Evoli. Ohne Evoli kommen wir nicht weit. Und Evoli gibt's ja von Bill, den wir letzten Part auch getroffen haben im Pokécenter. Der ist ja jetzt in Dukatia City. Wenn wir bei dem vorbeihuschen, schenkt er uns ein Evoli. Hey, wer ruft uns da denn an? Hi, hier ist Onkel Angelo. Würdest du gegen mich kämpfen? Gut, so soll es denn geschehen. Du bist umgänglich für ein Kind. Route 32, dort bin ich. Wo rufst du auch manchmal deine Mama an? Hm? Was haben die denn alle immer mit meiner Mutter? Okay. Ich will im Tanztheater üben. Kommst du mit? Oh, sie will mit mir tanzen. Süß. Das Tanztheater ist hier. Tanztheater von Teak City. Hast du was zu sagen? Na, Kulte, hast du gelernt zu tanzen wie die Kimono Girls? Ich habe gehört, dass dir
ein eigenartiger Mann etwas Nettes geben wird, wenn du zu ihrem Tanztheater gehst. Ja, richtig. Hier bekommen wir nämlich VM-Surfer her. Das ist sehr, sehr wichtig, sonst kommen wir nicht weiter. So, hier wäre mehr Tanztheater. Moment. Dieser Mann hat immer sein Richtsaurus dabei. Er sagt, dass er ein Pokémon haben will, das surfen und tanzen kann. Versucht er etwa ein Monosynchronschwimm-Pokémon zu besitzen? Die Kimono-Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Junge, wenn du alle Kimono-Girls besiegst, gebe ich dir ein Geschenk. Ja, wie gesagt, das ist dann VM Surfer. Und da oben sind die Kimono-Girls, die leider in Kristall gar keine so große Handlung haben. In den Remakes bekommen sie aber direkt in der Story eine Handlung. Und das finde ich sehr geil, dass die Kimono-Girls mit einbezogen werden. Die passen auch exzellent in die Story rein. So. Die Kimono-Girls sind so hübsch, aber sie müssen hart trainieren. Und sie müssen so viele Dinge lernen, bevor sie öffentlich auftreten. Aber wenn du etwas liebst, ist alles möglich. Oh ja. Na, dann würde ich mal sagen, fordern wir sie heraus. Ja, los geht's. Wir müssen eh ein bisschen trainieren. Los geht's. Diese Melodie. Ah, du hast hübsche Pokémon. Darf ich sehen, wie sie kämpfen? Ja, aber natürlich. Und die Kimono Girls haben allesamt Evoli-Entwicklungen. Wären wir wieder beim Evoli-Thema. Flamara. Es sieht so hübsch aus. So schön. Hoho, Feuer gegen Feuer. Ja, die Arena von Teak City benutzt Geist-Pokémon. Und der Arenaleiter hat seine Pokémon auf Level 25. Also müssen wir mindestens auf 25 sein, um ebenbürtig kämpfen zu können. Warum setze ich denn jetzt Glut ein? Bin ich dumm. Wenn man halt kurz nicht aufpasst, das ist es. Okay, die Genauigkeit sinkt wieder. Ja, jetzt ist es natürlich... Hey, das ist gemein. Hör auf mit dem Scheiß. Okay, so kommen wir nicht weiter. So kommen wir ganz sicher nicht weiter. Molchi, los geht's. So, und dann, Taubos. Oder halt Tauboga, was ich im Moment habe. Wechsle ich auch aus. Später, sobald wir die Möglichkeit besitzen, tausche ich es aus gegen Natu. Beziehungsweise dann eben Xatu. Weil das kann dann nicht nur fliegen, sondern es kann dann auch sehr gute, sehr starke Psycho-Attacken. Und das hätte ich sehr gerne. Ja. So, damit wäre Edith besiegt schon mal. Oh, du bist sehr stark. Vielen Dank. Du warst auch nicht ohne. Weiter geht's. Ich tanze immer mit meinem Pokémon. Natürlich trainiere ich sie auch. Davon gehe ich doch aus. Zeig mal, was du drauf hast, ne? Keiko schickt Psyana in den Kampf. Oh, richtig schön. Richtig anmutig. Ein schönes Pokémon. Glut, Glut, Glut tut gut. Typ Psycho ist Psyana. Steckt ja schon irgendwie im Namen. So. Utregaria haben wir hier. Ja, da warten wir auf den Anruf, damit wir den Blattstein erhalten. Aber bis dahin trainieren wir es einfach noch ein bisschen. Ha! Pech gehabt. Und Molchi kann, glaube ich, Ice Heap. Ich muss ihm Ice Heap beibringen. Wir müssen demnächst wirklich zurück nach Dukatia City. Allein eben deswegen, weil wir noch ein Evoli brauchen. Was übrigens auch auf Level 20 sein wird. Deswegen passt es jetzt ganz gut rein. Später wäre es ein bisschen sinnloser vom Training her. Keiko ist besiegt. Oh, beinahe. Fast hätte ich dich gehabt. Ja, nein. Weiter geht's. Wie viele sind es denn noch? Noch drei. Das schaffen wir. Ist meine Haarspange nicht hübsch? Pokémon-Kampf?
Da sage ich nicht nein. Ich auch nicht. Los geht's, ja. Und du hast nach Tara? Linda! Du hast nach Tara. Cool. Oh, ich mag nach Tara. Es ist einfach meine Lieblings-Evoli-Entwicklung. Es ist so cool und geheimnisvoll und schick und einfach toll. Aber seine Angriffswerte sind halt nicht die höchsten. Dafür sind die Verteidigungswerte sehr hoch. Der KP-Wert ist ganz ordentlich und Initiative ist auch ganz gut eigentlich. Also es ist schon ziemlich gut. Nur die Attacken. Es hat wirklich nicht so gute Attacken. Ich muss ihm dann richtig Hammer-Attacken beibringen. So Hyperstrahlen und so am besten. Muss den so richtig bam, ne? Und es kann Finte, die unausweichliche Unlichtattacke. Die trifft immer. Also scheißegal, wenn da jemand mit einem Sandwirbel daherkommt, trifft einfach. Finte, sehr gute Attacke. So, wow. Das war gut. Ich habe keine Pokémon mehr übrig. No. Geh schnell dein Nachtara heilen. Jeden Monat stecke ich mir eine andere Blume in die Spange. Haben wir mit den anderen nochmal geredet? Rhythmus ist nicht nur zum Tanzen, sondern auch für Pokémon wichtig. Das war ein toller Kampf. Ich würde dich gerne mal wiedersehen. Irgendwann gerne, Jetzt zu dir. Oh, du scheinst nett zu sein. Willst du kämpfen? Ja, dafür bin ich hier. Du hast... Blitzer? Nee, Aquana, okay. Ja, auch ganz schick. Das ist eine schlechte Wahl. Zurück zu Ultrigaria. Das ist halt auch so ein Ding. Ich habe halt schon ein Pflanzen-Pokémon mit Pflanzenattacken. Das macht ein Blitzer, also ein Elektro-Pokémon mit Elektroattacken fast unnötig. Weil gegen Wasser oder gegen alles eben kann ich einfach mit Pflanzenattacken ankommen. Selbst gegen Typ Gestein. Da würde ich zum Beispiel mit Elektroattacken nichts anrichten können. Also ich denke, ich hole mir wirklich einen Atara. Ja, ich mache das einfach. Und ich bringe dann irgendeinem anderen Pokémon noch eine Elektroattacke bei für den Notfall oder so. Ja, ich hole mir nach Tara, auf jeden Fall. Huhu, schön. Training läuft gut. Du bist stärker, als du aussiehst. Sie hat einen Frosch im Hals. So. Ich habe viel trainiert, also dachte ich, ich wäre gut. Aber ich bin es wohl nicht. Du warst gut, komm schon. Und die letzte. Gefällt dir mein Tanz? Ich kenne mich auch gut mit Pokémon aus. Dein Tanz hat mir schon mal gefallen. Jetzt zeig mal, wie du kämpfen kannst. Das ist Blitzer. Und das sieht hier sehr cool aus. Na, ich hab mit dem Ohr gezuckt. So, Ja, es hat halt immer noch keine Bodenattacke drauf. Das regt mich ein bisschen auf. Es lernt, glaube ich, auf Level 30. Da kommt, glaube ich, Erdbeben. Aber bis dahin kann es nichts. Es lernt nicht mal Lebensschelle. Das ist ziemlich blöd. Naja. Dafür haben Elektroattacken keine Wirkung und Slam scheinbar auch nicht. Morlord, bitte. Na, scheiße. Na toll. Komm schon. Ja. Geht besser. Ach komm. Und wie gesagt, ja, ich werde noch Ice Heap kaufen für Molchi. Gibt's in Dukatia City Einkaufscenter? Dann kann es schon mal Eisattacken. Ach komm schon. Okay. Düp. Wir müssen Knofensa ein bisschen trainieren. Ultrigaria. Ich glaube, ich muss es umbenennen. Das passt so nicht. Giftpuder. Bitte. Sehr gut. Jetzt bist du besiegt. Früher oder später. Keine Chance mehr.
Und der Zerschneider. Oh, schön. Das war's. Das war ein sehr guter Kampf. Tschüss, Blitzer. Level 22. Sehr gut. Und das war's. Die letzte. Oh, du kennst dich auch gut mit Pokémon aus. Das will ich doch meinen. Ich werde nicht aufhören zu tanzen, solange es Leute gibt, denen ich dadurch Freude bereite. Auch meine Pokémon unterstützen mich dabei. So ist das richtig. So, alter Mann, wie hat dir die Show gefallen? Oh, die Kimono-Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Die Art, wie du kämpfst, ist wie ein Tanz. So etwas sieht man nicht oft. Ich möchte dir etwas geben, nur zu. Nimm es ruhig. Dun, 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 dun. Und das ist Surfer. Damit können Pokémon jedes Gewässer überqueren. Mhm. Sehr schön. Jetzt gehen wir mal die Pokémon heilen. Und jetzt können wir theoretisch surfen. Wir brauchen noch einen Arena-Orden. Und dann können wir surfen. Sehr gut. Und dann gehen wir zurück in den Einheitstunnel. Und zu den Alfruinen. Auf die andere Seite, wo ein kleiner Grasbereich ist. Und da gibt's Natu. Ja, jetzt haben wir ganz schön viel zu tun. Im nächsten Part sehen wir uns noch ein bisschen weiter in Teak City um. Denn da gibt's noch was Spannendes zu erleben. Auf jeden Fall. Und mal gucken, vielleicht schaffen wir es sogar schon nach Teak City. Mal sehen. Ich bedanke mich aber fürs Erste, fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke, tschüss. Euer Gamtrix.